Jo, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Schildkrötenfreunde, zu einer neuen Folge von Minecraft. Heute wieder mit dabei der liebe Lukas. Servus. Servus, Leute. Ja, genau, wir haben letztes Mal hier im Nether aufgehört, waren dabei Quarz zu farmen für unsere Wohnung. Ich bin ein paar Meter weiter geflogen, aber sagen wir ein paar Kilometer vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Und habe jetzt noch ein bisschen zu Ende gefarmt. Damit wir ein bisschen da rumbekommen, damit wir nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ja, deshalb begeben wir uns jetzt. Oh, falscher Start. Begeben uns jetzt sofort auf den Weg zurück nach Hause. Erstmal da vorne war ja noch irgendwo das Portal. Das suchen wir jetzt nochmal auf. Kannst dich schon mal bereit machen. Hier müsste es eigentlich irgendwo sein. Kriegt eine schöne Überraschung. Also, wir sind nicht allzu weit geflogen. Da ist es. Und jetzt ab da rein. Huh. Achso, ich dachte, ich werde direkt teleportiert. Ich muss halt erstmal warten. Das ist natürlich richtig behindert. Das war auch eine Erfindung von Lukas. Okay, super. Ich bin irgendwo am Arsch der Welt. Nö, ich bin eigentlich nah zu Hause, glaube ich. Ja, ja. So einigermaßen. Und das ist nicht 100% hier. Das könnte halt schon näher sein, aber... Oh, leider. Ich möchte jetzt nicht pingelig wirken oder so. Egal, wir fliegen jetzt einfach noch ein kleines Stückchen. Und der Flugzeug ist fast im Arsch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hallo! Was? Was denn? Mein Flugstab ist irgendwo ganz oben bei diesen Dingensbäumen kaputt gegangen. Alles klar, Hupe rastet draußen aus. Das ist nicht zufällig ein Bett, oder? Digga, und dann bin ich so Kilometer runtergefallen, bin aufgeprallt, dachte, meine Sachen sind jetzt instant weg. Ein Herz. Digga, ich hätte einfach noch ein einziges Herz. Scheiße. Ob du ein Bett hast, habe ich dich gefragt. Ja, ich habe ein Bett. Nein, habe ich nicht. Komisch, in dem ganzen Projekt habe ich noch kein Bett. Alter. Richtig freaky. Ich habe dir mal eins in deiner Wohnung geplaced. Das ist very nice, man. Leg dich mal da rein, ich will Tag haben. Jetzt müssen wir beide schlafen, ne? Weiß, ich lieg auch im Bett. So, okay. Ja, das erklärt einiges. Okay, den Fisch mal wieder ein bisschen. Ah, da! Ach, wo laufe ich denn? Dahin muss ich. Ah, jetzt kein Skelett, Mann. Das passt mir jetzt irgendwie gar nicht so. Genau, fuck mich halt jetzt noch mehr ab, du Bastard. Kann es denn wahr sein, dass ich nichts sehe, Alter, weil draußen so hart die Sonne scheint? Als ob es mich jetzt targetet, Alter. Schnell hochbauen. Hast du es mal bald? Ja, ich bin auf dem Weg hier, mein Flugstab ist kaputt. Ich muss ja neuer machen, weil du ja keine hattest. Scheiß Napp, Alter. Ich hab genug. Ja, genau. Ich hab wirklich genug, ich wollte dir einfach keine geben. Ah, sehr gut. Ich meine, ich habe noch 33 Erdblöcke, das ist natürlich mega nice. Juhu, weißt du, ich schaue gerade nach draußen und sehe, die Sonne scheint, alles ist gut. Noch scheint die Sonne, kann auch sein, dass in 5 Minuten wieder Sturmvoraussage ist. Was ich ja meine ist, ich gucke gerade so raus, weißt du. Ich denke mir, so. Wir sitzen hier drin und nehmen auf. Ich nehme auf und wir tauchen. Raus, das ist wunderschönes Wetter. Ja, diese Generation ist halt für den Arsch. Ich weiß, ich kam meine Mom gerade rein, hat mich dann erinnert. Hallo! Ne? Was, bitte? Gar nichts. Okay, gut. Ja, genau, hier ist keine Tür, du bist so ein Lelek. Oh, ein paar Hilfe, wenn wir brauchen, dann halte ich mich einfach mit. Das sind sogar meine Sachen hier. Ich hab die nie mit drüber genommen, Alter. Weil ich nie richtig fertig war mit meinem Hausbau. Das Geile ist, ich habe halt noch mein Schokobo. Damit kann ich jetzt erstmal fliegen. Ja,
mal erstmal hier rein. Kannst du jetzt mal in dein Bett legen? Ich bin jetzt dabei, Mann. Willst du jetzt hier aufmachen oder was? Mhm. Ja, dann nee, ich geh wieder raus. Das ist ganz blöd besetzt. Das passt hier nicht so rein. Ich hab's einfach so reingesetzt, Mann. Ja, das ist schon schlecht, Mann. Ich muss trinken. Ich mach jetzt keine Werbung für Freeway. Das leckere Getränk Ginger Ale. Und links von mir Bitter Lemon. Aber keine Schleichwerbung oder so. Also, damit ihr Bescheid wisst, kauft es euch auf jeden Fall. Haha, du darfst ruhig lachen, Mann. Spastik, Alter. Ja, man findet halt heutzutage kein Personal mehr, vor allem nicht auf YouTube. Wir sind einfach zu inkompetente Menschen. Ich blende jetzt kurz ein Bild von Lukas ein. Ah, ist okay, ja, ist okay. Hallo, ist okay. Ist okay. Hör auf. Hör mal auf, ich möchte einfach weiterbauen. Oh, es liegt überall Blut, Junge. Es kann. Oh, Junge, du bist so nervig, Alter. Hab ich nie erlebt. Ich könnte dich easy snacken, Alter. Aber weißt du, ich bin wieder erwachsen und das ist scheiße. Aber gut, wenigstens bin ich hier gespawnt, weil mein Bett jetzt hier stand. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Oh Gott, hast du ein Glück, Junge. Ich dachte gerade, ich habe extra 39 fucking Level gefarmt, ne? Wenn ihr jetzt weg gewesen, ich schwöre, ich will nicht erklären, weil ich nimmer gemacht hätte, weil hier Kinder zuschauen, Junge. Ich würde ihn nimmer töten. Ich hätte dich einfach zerstört, Junge. Es liegt hier Blut von mir rum, weshalb ich hier nicht hinbauen kann. Ein altes Blut. Liegt in meiner Decke. Okay, aus was soll ich dann die Wände machen? Wenn der Boden aus Quarz ist, aus was soll ich die Wände machen? Kacke. Kacke? Ja, dann muss ich dein Gesicht damit tapezieren, Alter. Oh, alle müssen jetzt O machen, bitte. Also ich meine jetzt, wenn ihr das Video guckt. Okay, dann halt nicht. Nein, Spaß, Lukas, nicht ausrasten. Was machst du denn? Was baust du da überhaupt? Du brauchst irgendwas hier in meiner Nähe, Junge. Ohne Spaß, das gefällt mir nicht. Ich will das nicht. Ich hab Angst, Junge. Ich Dachstabfeize, ne? Du bist Jerome Boateng. Ich will dich nicht als Nachbarn haben, Mann. Ja, ohne Spaß. Ohne ey, Spaß. Du bist so ein richtiger Jerome Boateng, Alter. Ich will dich einfach nicht als Nachbarn haben. Es ist einfach so, Lukas. Es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich will dich nicht als Nachbarn haben. Was brauchst du überhaupt Schönes? In meiner Stadt auch noch. Aber egal jetzt. Oh, Creeper. Achtung, Creeper bei deinem Haus. Ah, oh, genau. Ich mach's wieder gerade. Obwohl, nee, mach ich nicht. Ich lass das jetzt so. Ich mach das doch gerade, Junge. Was ist denn da mit dir? Ach, mach mal ein bisschen hier was. Ich bin halt nicht so assi wie du, Alter. Und lass das so stehen. Wenn ich da kannst du nicht, wa? Nee, brauch ich auch nicht. Hör mal auf. Okay, Schaden. Pass auf, wir machen 360. Okay. Lass mal sein jetzt bitte. Ist tot. Oh Junge, ich komme hier nie voran, wenn du mal aufhörst, immer ständig zu nerven. Danke für deine Items. Oh, Electrical Assembly, nice. Ja, hatte ich gar nicht dabei. Doch. Nee. Ach, Electric hast du gesagt. Ach so. Ey, da ist was falsch. Ich muss zu Hause reinkommen. Okay, die Kleidung nochmal. Welches Gleck mir das auf die Eier, Mann? Oh, Gott, was ist denn los? Oh, was mache ich denn hier? Ey, wo ist mein scheiß Pfeil? Ja, genau. Es fehlt mir einfach ein fucking Pfeil, Junge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hat man. Ja. Keine Chance im Fight gegen dich, Mann. Gar nicht, was du antrittst. Keine Chance. Bauer. Irgendwann, Lukas, Junge, irgendwann wirst du sehen. Ja, nur weil ich eine Diamantrüstung habe, Junge, weil ich meine Scale-Rüstung, weil die so kaputt ist, weil du ständig deine ADHS hat verletzt. Deshalb ist sie schon mega kaputt. Und ich hab einfach nicht genug Level. Jetzt habe ich schon wieder nur 22 Level. Ich hatte vorhin 39, du dreckiger Bastard, Alter. Wo kann ich jetzt hier hochbauen, Alter? Baue ich hier hoch? Ich baue hier hoch. Wo ist denn deine Scale-Rüstung? Die hängt da.
Der ist ja zwei Teile nur, Dummkopf. Nein. Der ist nur ein Teil. Digga, hast du hier geraucht? Wo hast du denn hier das Gelbe? Hab ich sie hier reingetan? Wo hab ich die denn jetzt? Digga, wo ist denn das Gelbe-Rüstung? Ah, sind die anderen Teile nur schon kaputt gegangen, Alter, noch besser. Ah ne, hier war die. Oder hab ich, ja, ich weiß nicht. Die geschenkt ich, hab. Diese, ja, ja, dann zwei neue Teile. Die entscharte die lieber. Die habe ich jetzt mega viel Level verloren. Oh, leise. Dann schaffe dir schon die Rüstung, sehr leise. Hä, meine Rüstung hängt hier. Junge, nicht deine verzauberte komplette Dummkopf. Ja, brauchst du. Lobob, Alter. Und du bist. Der Boss. Oh yeah. Ein wahres Zeichen, dass diese Stadt repräsentiert. Und hier steht. Alles klar, Lukas, da hast du was geändert. Nicht schön. Weiter konnte ich den verzaubern. Das müsste schon passen, aber danke. Na gut, also du hast es mir eigentlich praktisch gesehen geschuldet, aber. Jetzt nur. Helm hast du auch gesammelt. Tatsächlich? Hä, hey, hab ich ihn auch gesammelt. Ich ja. Hä? Ah, jo, tatsächlich, hab ich gar nicht gesehen. Guck, pass auf. Wenn nicht one-hitte dich. Komm. Einmal versuchen. Ja, aber hör auf mit deinem Zauberscheiße, Junge. Du kommst bestimmt mit deinen kleinen Scheißhelfern, Junge. Weißt du eigentlich, wie die mir auf die Eier gehen? Die macht doch mal einen scheiß Kampf, Alter. Ja, du verlierst aber auch gar kein Herz bei mir. Ja, Junge, komm, nee, komm, lass sein, Alter. Das macht schon keinen Sinn. Du hast irgendwas reingeballert, was schon, was den Kampf schon wieder sinnlos macht. Unbesiegbar. Nicht, ah, unbesiegbar, Junge. Ja, labert. Ja, hast du mir Schaden. Du kannst einfach nicht kämpfen, Alter. Hä? Okay, komm, ich tu meine ja, Pistole komm, weg. Ich muss dein Haus zu Ende bauen. Komm, ich hab jetzt meine Knarre weggetan. Ja, komm. Junge, ich bin ja schon praktisch down, Junge. Jetzt verpiss dich doch mal. Ja, kannst du mich so bitte in Ruhe lassen, Alter? Hau ab jetzt. Ja, jetzt genau. Ich bin mit einem Revolver, Digga. Ist okay, passt schon. Hast du noch, ein Staatsfeind Nummer 1, Alter. Hast du noch Dingens? Oh, wie heißt das? Magical... Ah, da habe ich Magical Essenzen. Hier nochmal 3. Ne, was brauche ich denn? Das, das und das. Das war richtig, ne? Perfekt, nochmal 3 Hexekränze. Ja, super. Passt doch auch mal mega wieder. Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Ich liebe das, ohne Spaß. Was denn? Brauchst du noch Stash? Ich hab genug. Wie viel hast du? Keine Ahnung, also jetzt Flying hier Electric Staffs. Ja. Davon habe ich jetzt 3 dabei. Und du hast die gecraftet 0? Ne, 3 habe ich jetzt gerade gecraftet. Die gehe ich jetzt verzaubern. Und 13 Essenzen hast du noch. Aber da liegen noch ein paar. Hallo. Was denn? Die liegen Electric Steps für dich, du Dummkopf. Da. Boah, Digga, was? Ja, als ob. Ja, mehr. Ja, genau. Die hatte ich noch die ganze Zeit. Alles klar, Digga, alles klar. Ja, glaubst du mir nicht. Auf jeden Fall, Mann. Guck in meiner Folge nach. Hätte ich direkt gehört. Welche Folge denn? Spaß, Alter. Du bist du. Jetzt ohne Spaß, wer hast du die alle? Junge! Hast du mich nicht geschafft, oder? Ja, ohne Witz, ich hab von Leon welche geklaut. Ich spiel da eh nicht mehr. Ja, anscheinend nicht.
Deine Truhe war auch noch voller. Welche seine? Ah ja. Ja. Habe ich alle verzaubert, Mann. Okay, das ist natürlich ganz schön krass. Oh, ich hänge immer deiner scheiß Tür fest, Junge. Es kann nicht wahr sein, Alter. Ist du zu breit dafür, oder was? Ja, anscheinend. Scheiße. Ich hasse das. Er war schlecht. Ständig bin ich zu breit für diese Welt. Ohne Spaß, das nervt schon so ein bisschen. Ich bin zu inkompetent, um diesen scheiß Ding umzugehen. Ich muss ja viel mehr Ausleuchtung. Ist das generell so dunkel bei mir, Alter? Ja, warum habe ich auch nicht auf hell gestellt, ich Idiot? Warum? Habe ich vorhin gemacht, Junge. Ich verstehe nicht, warum es jetzt wieder dunkel ist. Ohne Spaß. Ich komme da jetzt auch nicht drauf klar, Mann. Ich nehme das schon so ein bisschen persönlich. Wo ist meine scheiß Schaufel? Da ist er doch. Oh, Mann. Das ist Peter nicht, Junge. Laber mich nicht voll. Sei leise. Das ist ja recht meine Erde, Mann. Natürlich werde ich erstmal ein bisschen schöner bauen. Und ich sehe auch gerade, wir müssen die Folge beenden, bevor ich zu viel mache. Genau, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und wenn ihr gerade verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und ihr wisst, ich kommuniziere immer wieder gerne mit euch. Deshalb schreibt schön was in die Kommentare, von Frage bis zur Aussage, Antwort. Ich versuche es zu beantworten, wenn es zu beantworten gibt. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.